Ja, guten Morgen. Ich wollte euch noch mal ein kurzes Update geben. Also das ist jetzt der erste Monat, in dem ich viel Strafe zahlen muss, aber noch nicht die volle Strafe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe alleine, aber mal sehen. Vielleicht finde ich ja auch noch irgendwo einen Job oder irgendwas. Ich werde jedenfalls Mitte des Monats meine Tour jetzt starten, so wie es aussieht. Hat sich das dann nochmal nach hinten, Mitte bis Ende des Monats verschoben, weil hier noch extrem viel zu tun ist. Ja, und halt von euch auch noch andere Anfragen kommen, was für Videos ich machen soll. So, und dann haben wir erstmal, also ich zeige euch erstmal, was hier abgeht. Also, das hier ist nochmal eine Spende gewesen. Ein Wunsch für einen Wunsch. Vielen Dank auf jeden Fall. Und das hier war für Teile fürs Longboard auch noch vielen Dank. Das Longboard ist ja schon bezahlt, aber ich sehe das einfach als rückwirkende Wiederausgleichung. Ja, die 50 Euro habe ich eingesetzt hier zum Teil für Essen und zum Teil für Samen zu kaufen. Also ich habe eine ganze Menge Samen bestellt, die dann auch in dem Permakulturprojekt auf jeden Fall verwendet werden sollen. Ja, und dann könnt ihr halt hier sehen, 87 Euro an die Staatsanwaltschaft Koblenz und 200. Und am Ende bleiben mir halt ja 43, also eigentlich bleiben mir eher 70 Euro, aber da kommt ja noch mal eine Strafe von 55 Euro schätzungsweise im Monat dazu. Ja. Auf jeden Fall würde es mich halt freuen, wenn ihr euch da weiter so beteiligt. So. Und da waren halt auch noch Fragen wegen dem Longboard. Also mit dem Longboard ist das so, ich habe jetzt zwei Longboards gehabt in meinem Leben. Ein Longboard ist ja 7 Jahre alt geworden, knapp. Und das andere, ne, eher 8 Jahre. Und das andere ist 6 Jahre alt geworden. Das heißt, im Durchschnitt brauche ich alle 7 Jahre ein neues Brett. Mein letztes Brett wurde letztes Jahr zweimal von einem LKW und also einmal vom LKW, einmal vom Auto überrollt. Bei dem LKW war ich nicht schuld, der ist einfach abgebogen, weil er gedacht hat, ach ja, ist ja nur ein Skateboarder, da kann ich ja einfach abbiegen. Und dann ist das Skateboard da drunter gekommen unter den LKW-Anhänger. Zum Glück war es nur ein kleiner, relativ unbeladener LKW-Anhänger, deswegen hat es gerade so überlebt mit einem leichten Riss, aber das kleine, so ein kleines Mini-Auto, irgendwie so ein VW Q oder irgend sowas in der Art, hat ihm dann den Rest gegeben. Naja, und das war halt dann irgendwie nicht mehr lange fahrbar und dann war das absehbar. Und dann kam ja dieses Handy von der Polizei zurück und das habe ich dann gegen das iPhone getauscht, mit dem ich euch filme, mich filme, für euch filme. Und das Gelaber, was ich dann immer so abseier. Genau, und ja, der Rest von dem iPhone 6 wurde dann halt verwendet für das Longboard. Und das Longboard hat 250 Euro gekostet. Das ist noch billiger als mein altes gewesen. Es ist halt ein bisschen länger trotzdem. Es ist von der deutschen Longboard-Schmiede, die das gut machen. Pogo heißen die. Soll jetzt keine Werbung sein. Ich habe es selbst bezahlt, ich krieg dafür nichts. Und ja, es ist handgemacht. Und es ist halt mit zwei Metallschichten versehen und wird wahrscheinlich hoffentlich, wenn ich gut drauf aufpasse, eher sogar 10 Jahre halten. Ja, ich brauche ein Longboard. Ich habe keinen Führerschein. Ich habe keinen
Bedarf, Auto zu fahren. Ich will das auch nicht. Wir haben Carsharing hier, wo man halt auch mitfahren kann. Wir haben eine ganz okay Busverbindung, zumindest in der Woche. Und von daher sehe ich da nichts, sehe ich da keinen Grund. Mal abgesehen davon, also wenn ihr jetzt sagt, das Longboard ist zu teuer oder so, dann rechnet euch mal aus, auf circa 7 Jahre verteilt, wie viel 250 Euro sind. Ne? Und dann, wie viel jemand bezahlt, der ein Auto fährt. Versicherung, Steuer, Sprit, Instandhaltungskosten, Werkstatt, TÜV, Führerschein machen, beziehungsweise halt den, ja, den anderen Rattenschwanz, der da teilweise noch dranhängt, Knöllchen und hast du nicht gesehen. So. Also möchte ich gerne mal von euch wissen, was jetzt eurer Meinung nach sparsamer ist. Also für mich ist definitiv Skateboardfahren sparsamer und schont die Umwelt. Ne? So, also das dazu und ansonsten denke ich halt, man sollte sich gut um sich selbst kümmern und dafür sorgen, dass es einem gut geht. Und dazu reichen halt die 300 noch was Euro von Hartz IV sowieso kaum. Selbst wenn man keine Zigaretten raucht, das tue ich auch nicht. Und auch nicht irgendwelchen anderen Kram dafür kauft. Also kiffen tue ich auch nicht mehr. Von daher weiß nicht, da geht kein Geld in Drogen. Ihr habt auch selbst gesehen, dass in meinem Konto da nichts wirklich abzugewinnen ist, außer mal tanzen zu gehen für 5 Euro morgen und Wasser zu trinken da. Und ich will auch gar keinen Alkohol trinken, abgesehen davon, weil ich eh der Meinung bin, dass Alkohol ein ganz massiver Teil vom Mind-Control-Programm ist und dass man es deswegen meiden sollte. Alkohol in Kombination mit Nikotin, Zigaretten ganz besonders. Und deswegen würde ich euch empfehlen, da die Finger von zu lassen, aber das müsst ihr selber wissen. Ihr könnt natürlich auch mit eurem Willen, mit eurer Willenskraft trotzdem durchdringen und dieses Mind-Control-Programm knacken. Das geht auch. Ja, jedenfalls gehe ich jetzt mal mit den Hunden raus und mache vielleicht noch das nächste Video. Das hier ist nur ein kurzes Update. Und ich hoffe, dass euch gefällt, was ich mache. Gebt mir Vorschläge. Gebt mir Spenden, wenn ihr wollt und könnt. Ne? Ich verlange von niemandem, dass er Spenden gibt, der weniger hat als ich oder nur Hartz IV hat halt. Ich verlange sowieso von niemandem, dass er spendet. Ich hoffe einfach nur, dass die Leute, die sehen, dass das, was ich mache, eine gute Arbeit ist oder insofern erweckend ist oder bewusstseinserweiternd ist, erkenntnisbringend ist für die, dass sie sich vielleicht bedanken für diese Arbeit, weil das kostet ja auch ein bisschen Zeit. Und ja, wir haben nebenbei halt noch zwei verschiedene Projekte hier in der Umgebung. Halt dieses Permakulturprojekt und noch so eine Art Secondhand-Laden, Flohmarktladen für die Ärmsten der Ärmsten. Zum Großteil, wo halt, ja, die Leute hingehen, die in dem normalen Secondhand-Laden schon nichts kaufen können. Prinzip Studenten und aber hauptsächlich sogar Flüchtlinge, die bei uns einkaufen und Obdachlose, wohlgemerkt auch. Wir helfen auch Leuten hier von der Straße runter oder die Probleme haben, aber das werde ich euch vielleicht dann nochmal ein andermal ein Video zu machen, vielleicht auch über den Laden und so. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiterhin aufmerksam dabei seid und ja, macht's gut. Bis dann. Und vielen Dank nochmal für alle, die gespendet haben. You are